Es ist doch wirklich unglaublich. Wir haben schon wieder Frühling und Ostern steht ebenfalls vor der Tür. Und darum habe ich mich entschieden, dass ich euch das mal so ein richtig frisches, frühlingshaftes, saftiges Rezept zeigen. Es gibt Rüebli-Kuchen im Glas in zwei verschiedenen Deko-Varianten. Eine zum Verschenken, zum Beispiel zu Ostern oder zum Geburtstag. Und eine, die man wunderbar mit Kids machen kann. Das ist so ein herziges Rüebli-Feld. Und die sieht auch richtig fancy aus. Und wie gesagt, total simpel das Ganze. Als erstes zeige ich euch mal, wie man die Küchli fabriziert. Wir starten mit den Zutaten und ich wünsche euch ganz viel Spass beim Backen. Diese Zutaten braucht es für 6 bis 8 Weggläschen an 160 ml. Für die Küchli selber brauchen wir 3 Eier, die wir nachher trennen. Eine Prise Salz, 90 g Zucker, 1 Esslöffel neutrales Öl plus ein bisschen Öl zum Gläser bestreichen. Der Abrieb von einer Zitrone, ich würde unbedingt Bio nehmen, plus noch 2 Esslöffel Zitronensaft. 125 g gemahlene Haselnüsse, 150 g Rüebli, und die raffeln wir dann fein. 40 g Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver und einen halben Teelöffel Zimt. Für die Deko bzw. Glasur brauchen wir 1,5 Esslöffel Zitronensaft, 50 g Puderzucker, grün eingefärbte Kokosraspeln, ungesalzene gehackte Pistazien und natürlich dürfen Marzipanrüebli zum Verzieren nicht fehlen. Starten tun wir, indem wir den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und Gläschen mit Öl einfetten. Dann schlagen wir das Eiweiß steif und wie ihr auch wisst, geht das besser mit einer Prise Salz. Das Eigelb schlagen wir in einer anderen Schüssel mit dem Zucker, dem Öl und mit der Zitronenschale mixen, bis die Masse blass ist. Die gemahlenen Haselnüsse, der Zitronensaft und die geraffelten Rüebli kommen ebenfalls dazu und alles wird gut vermischt. In einer kleinen Schale mische ich zuerst Mehl, Backpulver und Zimt vermischen und nachher ebenfalls mit der ganzen Masse vermengen. Schaut euch mal den Eischnee an. Der ist einfach perfekt geworden und den ziehen wir in Portionen unter die Masse ziehen. Ganz vorsichtig, damit das Ganze luftig bleibt. Und jetzt verteilen wir die Masse in die Gläschen. Hier seht ihr jetzt, ich habe die Gläschen unterschiedlich fest aufgefüllt. Das ist wegen der beiden verschiedenen Deko-Varianten. Ich stoche jetzt hier mit dem Löffel noch ein bisschen am Rand herum. Ich schaue, dass es wirklich keine Luftblasen mehr drin hat und dass der Teig am Boden überall gut verteilt ist. Jetzt kommen die Küchli in den Ofen, und zwar 20 bis 25 Minuten eben bei diesen 180 Grad. Wichtig ist, dass man die Küchli nicht auf einem Gitter backen, sondern auf einem Backblech und dass man das auf die unterste Rille schiebt. Für beide Varianten brauchen wir eine Glasur und dafür müssen wir eigentlich nur Puderzucker mit Zitronensaft vermischen. Nehmt den Zitronensaft noch ins Not dazu, weil die Glasur die muss richtig dickflüssig sein. Vor bei den Zutaten habt ihr auch die Kokosraspeln gesehen, die so richtig schön grün aussehen. Kokosraspelfärben ist total einfach. Wir brauchen nur Kokosraspeln und Lebensmittelfarbe. Je nachdem, ob ihr mit Paste oder flüssiger Lebensmittelfarbe arbeitet, braucht es dann noch ein bisschen Wasser. Ich habe Paste, tue die mit dem Wasser vermischen, die Mischung mit den Kokosraspeln vermengen. Da sehe ich, es braucht gerade noch etwas mehr. Die Kokosraspeln sind sehr trocken. Und jetzt sind sie perfekt. Kleiner Tipp, ich würde Kokosraspeln oben vorher vorbereiten. Dann kann man sie noch auf einem Haushaltspapier auslegen und so trocknen lassen. Wir fangen an mit dem Rüebli-Feld. Hier braucht es ein bisschen Guss. Kokosraspeln. Und eins oder zwei Rüebli. Für die zweite Variante stürze ich das Küchli stürzen. Das geht am besten im warmen Zustand. Von allen Seiten klopfen. Das Küchli rausnehmen und das Glas waschen, damit das nachher schön sauber ist. Auch hier kommt Guss drauf. Wichtig ist, dass er nicht am Rand runterläuft, sonst sieht es nicht schön aus im Gläschen. Kurz warten, damit die Glasur schon ein bisschen angetrocknet ist. Pistazien drüber. Mit dem Rüebli dekorieren. Und dann warten, bis die Glasur vollkommen trocken ist. Danach kommt das Küchli ins Glas. Das Küchli wird verziert. Ich habe gerne eine ganz normale, natürliche Schnur. Vielleicht noch ein persönliches Namensschildli dazu und schon ist das Geschenk fertig. Probiert das doch mal aus. Etwas Persönliches macht immer am meisten Freude zum Verschenken und ich wünsche euch einen guten Appetit.